Mein Name ist Vivian Hahn. Ich bin 23 und ich werde 24 im Juni. Ich bin bei der DTP als Mediengestalter und habe gerade mein erstes Ausbildungsjahr. Aktuell mache ich einen Sechsseiter, einen Prospekt für eine Form von uns, die heißt Lido. Und dann mache ich nebenbei noch Freisteller von Servito Coop. Da muss ich den Weißabgleich machen und einen Beschneidungspfad anlegen, damit man das dann später für die Prospekte benutzen kann. Ich finde es super, dass man auch ein bisschen über private Sachen reden kann, dass wir eigentlich oft die gleiche Meinung haben oder die gleichen Ansichten. Man fühlt sich sehr verstanden und geholfen. Das ist ja meistens eher weniger der Fall, wenn man so als Azubi irgendwas macht. Ja, und das, was ich ganz toll finde, sind unsere monatlichen Lunchbreaks, wo wir alles Essen mitnehmen und dann zusammen essen. Das ist sehr toll, finde ich auch gut. Oh Gott, ich finde eigentlich viele Formen sehr schön. Ich glaube, die war von Good Mood, diese Molecule, aber die haben sie jetzt aus dem Sortiment rausgenommen. Das habe ich traurig gemacht. Aber die fand ich sehr schön. Ich finde aber auch Compact cool, aber das liegt eher daran, dass das, ich glaube, unsere Azubi-Becher sind von Compact und die sehen halt sehr schön. Allgemein mag ich so moderneren Look mehr oder so Erdtöne, die finde ich auch ganz cool. Was mir gar nicht gefällt, sind diese eher veralteten Marie-Louise-Dinger mit diesen Streublumen. Die mag ich nicht. Also die sind schon okay, aber ich finde, die sind ein bisschen aus der Zeit gerissen. Könnte man eigentlich auch aussortieren mal. Also die Form ist sehr modern. Und ich glaube, ein bisschen futuristisch sogar angelehnt hier mit dem Henkel vor allem. Und sie hat eine große Füllmenge. Ich denke, das ist für Cappuccinos. Kann sie gleich abknutschen. Wenn da Kaffee drin wäre, könnte ich jetzt daraus trinken und euch zeigen, wie super toll das ist, aus dieser Tasse zu trinken. Vor allem, weil der Rand richtig smooth ist. Man hat nicht das Gefühl, dass man aus einer Tasse trinkt, sondern aus einer Wolke. Es könnten schon ein paar mehrere Wochen vergehen, vielleicht mehrere Monate, bis man von der ersten Idee zum Produkt kommt. Boah, ich glaube, bei einem Product Launch sind sehr, sehr viele involviert. Also wenn man die Produktherstellung mitdenkt und dann auch noch das ganze Marketing, wo wir ja auch tätig sind und so. Aber ich denke, bestimmt so um die 150 bis 200 Leute